Kinder. Geht's euch gut? Mir nicht. Ich sitze hier ganz allein, ohne euch, in diesem Farbenklassenzimmer. Zum Glück ist gerade der Herr Lehrer, ach, was heißt zum Glück? Aufgeweckt hat mich der Kerl. Gut geschlafen habe ich gerade. Aber euer Herr Lehrer will euch jetzt was vorführen. Ich versteh's ja nicht, aber bitte, ich lass ihn mal machen. Und geh wieder schlafen. Ja, meine Lieben, der Trax hat mich ja schon ganz liebenswert angekündigt. Leider kann ich heute nur ohne die Verleihin Lisbeth mit euch reden, weil wir dürfen gar nicht so nahe zusammen sein. Ihr wisst schon, da gibt's diesen Abstand, 1 Meter. Passt also ein bisschen gut auf, was ich euch jetzt alles erzählen werde. Ich werde versuchen, es spannend, lustig und auch unterhaltsam zu machen. Beginnen wir einfach mal da, warum wir jetzt nicht gemeinsam in der Klasse sitzen können. Und zwar geht es um ein Virus namens Corona. Oder auch mittlerweile Covid-19 benannt. 19 stammt vom Jahr, in dem man es entdeckt hat, und zwar 2019. Was tut dieses Virus? Warum haben wir momentan solche Einschränkungen, dass ihr nicht in die Schule gehen dürft, dass wir euch nicht unterrichten dürfen, dass ihr nicht in den Park gehen dürft und mit euren Freunden spielen? In den Park gehen, Luft schnappen, ja, das solltet ihr auch tun, Luft schnappen ist gut, aber die Experten, Ärzte, Forscher empfehlen einfach gewisse Sicherheitsmaßnahmen. Diese Sicherheitsmaßnahmen heißen, das Virus überträgt sich sehr leicht und daher wird man relativ schnell infiziert, so nennt man es, wenn man das Virus hat. Virus haben heißt nicht unbedingt krank sein oder auch nicht eine schwere Krankheit spüren. Gerade bei Kindern wie euch, wenn ihr dieses Coronavirus wirklich bekommt, verläuft die Krankheit sehr mild, heißt ohne große Beschwerden. Und in ungefähr 2 Wochen seid ihr normalerweise wieder gesund. Ich wünsche euch trotzdem nicht, dass ihr krank werdet. Das Dumme ist, wir Erwachsenen werden leichter krank. Und für die älteren Erwachsenen, zum Beispiel eure Großeltern, wenn sie schon über 60 sind, oder auch eure Urgroßeltern, wenn sie noch leben, für die kann dieses Virus durch den Krankheitsverlauf gefährlich werden, weil es die Atemwege in der Lunge angreift. Und ohne Luft kann der Mensch nicht gut leben. Deswegen haben die Experten, Ärzte und Forscher einfach gesagt, wir müssen jetzt versuchen, dass die Ausbreitung von Corona nicht gut vor sich geht. Deswegen weniger soziale Kontakte nennt man das, wenn man andere Leute trifft und mit ihnen spricht und mit ihnen spielt. Und dann hoffen sie, dass das Ganze in baldmöglichster Zeit wieder vorbei ist. Wir wünschen uns das auch. Ich wünsche mir, dass wir euch so bald wie möglich wieder in der Klasse begrüßen können. In der Klasse, die momentan fürchterlich leer aussieht, ohne euch. Und bis dahin bekommt ihr immer wieder mal über Video Tipps, Tricks zum Lernen, Aufgaben auch gestellt von uns. Und das werde ich jetzt gleich machen. Ja, liebe Kinder, da sitze ich jetzt als einziges Schulkind der 1b in der ersten Reihe. Neben mir sitzt der schlimme Trax. Ich werde euch mal versuchen, ein bisschen eine Anleitung zu geben, wie ihr mit dem Plan, den ihr von uns bekommen habt, arbeiten sollt. Ihr habt für jedes Buch eine eigene Spalte bekommen und in dieser Spalte steht dann eine Buchseite. Zum Beispiel, wenn hier steht Buchstabenbuch, Seite 42, das große G und das kleine G natürlich auch, dann blätterst du diese Seite auf, hast sie gefunden und arbeitest genauso damit, wie du es gewohnt bist. Zum Glück hast du ja schon im Vergleich zu diesem Buch alle Seiten ausgefüllt und weißt schon, wie es geht.
Das gleiche gilt fürs Lernwörterbuch. Auch da weißt du schon ganz genau, wie du es machen sollst. Wenn du es genauso toll magst, wie du es die ganzen Wochen und Monate bis jetzt gemacht hast, sind wir ganz doll zufrieden damit. Im Übungsbuch Druckschrift funktioniert es natürlich auch genauso. Hier sollst du zum Beispiel verbinden, welches Bild passt zu welchem Satz. Da musst du natürlich dann schon lesen. Wenn du noch nicht alle Buchstaben kannst, lass dir von deinen Eltern ein bisschen helfen. Die können das ganz sicher. Und ganz toll geht's weiter mit dem zweiten Leselehrgang. Ich hoffe, du hast ihn mitgenommen. Wenn nicht, ich habe ihn auch deinen Eltern in der WhatsApp-Gruppe geschickt. Da kann man es dann am Computer oder am Handy auch anschauen. Hier starten wir nämlich jetzt voll hinein. Und zwar auf der Seite 75. Und hier sollst du einfach mal überlegen, wenn du das gelesen hast, diese Sätze, zu welchem Kind passt denn der Satz? Ich bin mir sicher, du schaffst das. Als kleines Service, falls du mit dem Lesen noch nicht ganz so sicher bist, lese ich dir jetzt eine Geschichte mal vor. Und zwar ist das die Geschichte auf Seite 76 über Emmas Geburtstag. Nimm dir bitte jetzt deinen Leselehrgang Teil 2, schlag die Seite 76 auf, ich warte auf dich. Und wenn du es aufgeschlagen hast, beginne ich zum Lesen. Du bist fertig, ich weiß es. Ich beginne mit der Überschrift, die ist gelb geschrieben. Emmas Geburtstag. Emma hat im Februar Geburtstag. Heute feiert sie in der Klasse. Emma hat eine goldene Papierkrone. Die Lehrerin fotografiert sie und die anderen Kinder. Es gibt eine Geburtstagstorte. Lana und Andi geben den Kindern Gabeln. Emma hat Saft mitgenommen. Philipp und Tom trinken Orangensaft. Alle Kinder singen ein Geburtstagslied. Emma freut sich. Kleiner Seitenwechsel, wie du siehst. Das heißt, nicht mehr Deutsch, jetzt kommt Mathematik dran. Das Lied der Trax. Ich werde euch an der Tafel aber noch ein paar Tipps geben, was dir die Arbeit im Mathematikbuch erleichtert. Eine große Hilfe ist das 20er-Feld. Beachte bitte, das 20er-Feld hat etwas dickere Unterteilungen. Diese bedeuten immer 5. Das heißt, wenn hier 5 blaue Plättchen liegen oder in deinem Buch gedruckt sind oder du sie hineinzeichnest, dann sind das 5. Genauso viel wie eine Hand bei dir Finger hat. Kommen jetzt nochmal 5 dazu, dann haben wir so viel wie 2 Hände. Und das sind 10. Das heißt, wenn du im 20er-Feld die obere Reihe voll hast, sind es immer 10. 10 in einer Reihe. Wie viele glaubst du passen in die zweite Reihe? Ah, ich habe schon gehört von euch. Auch überall 10. Jede ganze Reihe bedeutet 10 Einer und 10 Einer sind ein Zehner. Hier haben wir die Einer und hier haben wir die Zehner. Beim Rechnen kann man das ausnützen. Wenn du legen möchtest, dann lege. Es ist erlaubt. Jede Hilfe zählt. Zum Beispiel die Rechnung 17 min plus 2. Wir brauchen also 17 blaue.
Deswegen schreibe ich sie auch für euch immer gerne blau auf. Und es kommen zwei rote dazu. Schlaue Kinder haben sofort gemerkt, wie viele das sind. Die haben gar nicht erst gezählt, sondern die wissen sofort, 2 mal 10 sind, richtig, 20. Und 1 weniger als 20 sind, ich hab's gehört, 19. Und wie geht's jetzt bei Minus? Bei Minus haben wir eine Zahl. Ich habe gemerkt, du hast sofort gesehen, es sind 18. Und wir nehmen jetzt 4 weg. Im Buch, und wenn du es zeichnest, streichst du die einfach durch. Ich kann jetzt keine Magnetplättchen durchstreichen, deswegen schiebe ich sie ein Stück hinunter. Bei dir im Buch würden sie noch durchgestrichen sein. 18 minus 4, wie viele bleiben über? Wie viele sind es oben in einer Reihe? Richtig, es sind 10. 10 plus diese 4 sind, bravo, 14. Wenn du dich an diese einfachen Regeln hältst, kann eigentlich gar nichts schief gehen. Und jetzt komme ich zu ein paar weiteren kleinen Tricks beim Rechnen. Eine leere Tafel. Ist das cool? Na, ich schreibe schon noch was drauf, keine Sorge. Und zwar geht es mir um Beziehungen zwischen Zahlen in Rechnungen. Wir beginnen mit 6 plus 3. Das ist, und das wissen alle längst schon natürlich, 9. Man darf bei einer Plusrechnung, aber nur bei einer Plusrechnung, die zwei Zahlen vertauschen. Und es ändert sich nichts am Ergebnis. Das heißt, 3 plus 6 ist genauso 9. Und das kann ich dir sogar beweisen. Ich verwende wieder unsere Plättchen. 6 blaue Plättchen, diesmal ohne Zehnerfeld. Aber ich mache nach 5 Plättchen einen kleinen Abstand. Plus 3 rote Plättchen. Das sind 9 Plättchen. Wenn ich zuerst die 3 roten Plättchen lege und dann die 6 blauen anhänge, ändert sich nichts an der Gesamtanzahl der Plättchen. Hier haben wir 9 Plättchen und hier haben wir 9 Plättchen. Es wird dir dann helfen, wenn du größere und kleinere Zahlen einmal zusammenzählen musst. Kommen wir zu einer weiteren Beziehung zwischen Zahlen in einer Rechnung. Es gibt zu jeder Addition, das ist die Plusrechnung, auch eine Minusrechnung, die genau dazu passt. Aber die heißt nicht 6 minus 3, denn 6 minus 3 ist, richtig, nicht 9, sondern 3. Und da wäre jetzt eine neue Zahl. Diese drei Zahlen kommen aber in der Umkehraufgabe, so nennen wir das in der Mathematik, nämlich auch vor. Bei der Minusrechnung wandert die größte Zahl an den Anfang. Und das muss auch so sein, denn bei der Minusrechnung steht immer die größte Zahl am Anfang. Die Zahl, die hier zuerst plus genommen wird, die nehmen wir einfach weg. Und jetzt bin ich mal neugierig, ob du weißt, wie viel da rauskommt. Und vor allem, welche Zahl dahin gehört. Denn 9 minus 3 ist tatsächlich, richtig, 6. Und ihr seht schon, der 6er wandert hier ans Ende der Rechnung. Kommen wir zum letzten Rechentrick für heute, zur letzten Rechenhilfe. Plusrechnungen
mit größeren Zahlen, wie zum Beispiel hier 13 plus 4. Hier darfst du dir zunächst einmal den Zehner oben wegdenken. Was würde dann überbleiben? Nur die untere Reihe. Und in der unteren Reihe steht 3 plus 4. Und das ist 7. Natürlich darfst du jetzt nicht hier oben nur 7 hinschreiben, denn der Zehner ist ja hier. Also muss der Zehner im Ergebnis, in der Summe auch auftauchen. Du kannst sicher auch schon rechnen, 23 plus 4. Und ich bin schon neugierig, ob ich jetzt gleich das richtige Ergebnis von dir höre. Natürlich, der 7er steht hinten, das ist klar, weil 3 plus 4 ist 7. Und vorne? Super! Vorne steht der 2er für 2 Zehner, das heißt, es sind 27. Bravo, hast du gut gemacht. Glaubst du, funktioniert das auch bei Minus? Probieren wir es aus. 18 minus 4. Wir denken uns den oberen Zehner weg und rechnen zunächst nur mit den 8. Ich nehme 4 weg. Du weißt schon, bei dir wird es dann durchgestrichen. Und es bleiben 4. Ha, was hat der Lehrer jetzt gemacht? Einen Blödsinn. Und der Trax hat nicht eingegriffen. Natürlich ist das nicht hier so. Sondern wo gehört der Vierer hin? Richtig, in die mittlere Reihe. 8 minus 4 ist 4. Denn 18 minus 4 hat zwar auch hier die 4, aber es kommt wieder der ganze Zehner dazu. Und die Schlauen unter euch, und das sind alle, das weiß ich, wissen auch schon, wie viel 28 minus 4 ist. Nämlich 4 und 20. Bravo. Und jetzt viel Spaß beim Üben, denn die Aufgaben, die in Mathematik auf dich zukommen, sind eigentlich alle nur zum Üben. Und die magst du jetzt fleißig. Beim nächsten Video werden wir schon ein bisschen etwas Neues machen und werden versuchen, über den Zehner zu rechnen. Freue dich schon drauf, dieses Video kommt nächste Woche. Sage mal, und wann komme jetzt endlich ich dran? Keine Sorge, mein kleiner schwarzer Freund. Jetzt kommen unsere Tiere dran. Und zwar werde ich, nachdem manche von den Kindern die Tiermappe nicht mit zu Hause haben, euch im Film die jeweiligen Texte einblenden. Ihr könnt also mitlesen und danach, wenn ich euch die Karten einmal vorgelesen habe, werde ich euch noch ein bisschen was über diese Tiere erzählen. Und Trax, du passt natürlich gut auf. Ich habe hier mal aufgeschlagen die Nummer 15 und das ist der Elefant. Gigant. Bis zu 4 Meter Länge erreicht ein Elefant. Damit ist er das größte Landtier der Erde. Gewicht 6 Tonnen ist gleich 4 Autos. Bis 150 Kilogramm Pflanzenfutter verputzt ein Elefant. Zum Futtersuchen und Fressen braucht er 16 Stunden pro Tag. Da bleiben dann nur 4 Stunden zum Schlafen. Große Ohren. An ihnen kannst du erkennen, ob es ein afrikanischer, große, oder indischer, kleinere Ohren-Elefant ist. Ein Tipp, auf den Bildern sind je zweimal afrikanische und indische Elefanten. Der Rüssel ist das Universalwerkzeug. Damit heben die Jumbos Dinge auf
oder verpassen sich eine Sand- oder Wasserdusche. Elfenbein. Aufgrund seiner Größe und Stärke hat der Elefant keine tierischen Feinde. Nur der Mensch hat die sanften Riesen aus Geldgier wegen des weißen Elfenbeins, ist das Material der Stoßzähne, fast ausgerottet. Lebensraum. Sind Gras- und Baumsteppen sowie der Wald in Afrika und der dichte Regenwald in Indien. Filmstar. Du kennst sicher Dumbo aus den Disney-Filmen. Hast du gut mitgelesen? Hast du alle Wörter verstanden? Ich weiß, du hast einige nicht verstanden, deswegen erkläre ich sie dir jetzt. Das Wörtchen Gigant. Gigant bedeutet jemanden, der riesengroß ist oder zumindest sehr groß. Tonnen. Tonnen ist ein Gewichtsmaß und eine Tonne sind 1000 Kilogramm. Rüssel auf der zweiten Seite. Rüssel ist die lange Nase des Elefanten. Die hat übrigens am Ende fast so wie zwei Finger und mit denen kann er dann die Dinge auch gut greifen. Und wenn du genau hinschaust bei einem Elefantenrüssel, hat er vorne auch die zwei Nasenlöcher. Das heißt, er atmet natürlich auch durch diesen Rüssel. Eine Steppe, beim Lebensraum steht dieses Wort, ist ein Gebiet, wo es nicht allzu viele Pflanzen gibt, wo es nicht allzu viel Wasser gibt, aber es reicht gerade noch, dass es Pflanzen gibt. Ja, und über den Dumbo brauche ich, glaube ich, nichts erzählen. Und wenn ihr fleißig arbeitet und nach der Zwangspause wegen der Coronavirus-Maßnahmen wieder in der Schule seid, dann, aber das lasse ich euch jetzt den Trax sagen. Dann schauen wir uns vielleicht den Dumbo als Film an. Juhu! Und bis dahin, tschüss und ciao, bis nächste Woche.